Mettbällchen mit angerösteten Gewürzen. Das soll schmecken und das schmeckt, das sage ich dir. Wie das funktioniert, bleib dran, das zeige ich dir jetzt. Dies sind im Übrigen meine Zutaten, die du auch nochmal unten in der Infobox ganz entspannt nachlesen kannst. Lasst uns loslegen. Wir bringen unser Olivenöl auf Hitze und braten darin unsere fein gewürfelten Zwiebeln und auch den Knoblauch an. Auch geben wir gleich das Paniermehl mit dazu und ebenso unsere Gewürzmischung. Unter ständigem Rühren und bei mittlerer Hitze habe ich alles etwas anrösten lassen und jetzt habe ich mir eben noch ganz spontan überlegt, ich gebe einfach nochmal einen Schuss Olivenöl hinzu, dass es mir nicht allzu schwarz wird. So, zack, fertig, für mich reicht's und ab damit ins Mett. Kleingeschnibbelte getrocknete Tomaten und zerbröselter Feta-Käse. Das beides gebe ich auch noch zur Hackfleischmischung und das gibt den Mettbällchen dann nochmal ein kräftiges Aroma. Ist alles gut miteinander vermengt, folgen noch die Eier und der Weißwein. Vermenge ich nun auch noch mal gut miteinander und stelle alles für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank. Anschließend kommt noch mal frische Petersilie dazu und hier seht ihr dann auch meine Mettbällchen, die nun in den Backofen wandern. Als Beilage gab es dann noch Tomatenrelish und Reis. Was würdet ihr dazu nehmen? Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare.